Leute und herzlich willkommen in einer neuen Folge. Wir haben heute den 27. Februar, wir haben noch Winter und eine Thematik für den Winter ist tatsächlich auch der Baumschnitt. Und da bin ich ganz froh, dass wir heute hier eine schöne Maschine von Düker euch zeigen können, zusammen mit einem Waldra. Und dazu habe ich heute den Michael da und der Michael wird so ein bisschen was hier über die Maschine erzählen, die wir hier haben. Erzähl mal, was hast du mitgebracht? Ja, hallo. Wir haben heute hier den Frontlader-Verschieberahmen von der Firma Düker mit der AWS Ast- und Wallheckenschere 22. Das Ganze haben wir zusammengebaut mit einem Waldra T175. Und wir können natürlich den Verschieberahmen nicht nur an den Frontlader anbauen, wir können den Verschieberahmen selbstverständlich auch an den Rad- oder an den Teleskoplader. Am Teleskoplader dann wahlweise natürlich mit einer Linksauslage ausliefern. Und der Frontlader-Verschieberahmen heißt bei uns FVA 250, weil er 2,5 Meter aus der Mitte heraus vom Traktor nochmal sich verschieben lässt. Magst du mal halten? Achso, ja. Darfst du dabei weiter erklären? Und ist so konstruiert, dass wir sozusagen immer die Schere raus und reinfahren können, dass wir eine Arbeitsposition haben, die es ermöglicht, dass wir weit genug von den Bäumen weg sind. Vorne abschneiden bedeutet für uns auch immer, dass wir uns aussuchen können, ob wir über die Äste noch rüberkommen oder nicht. Das ist im Prinzip ein gutes System, um mit der vorhandenen Hoftechnik vernünftig die Äste, Wallhecken zu bearbeiten. Und der Rahmen ist auch so konstruiert, dass die Kraftübertragung sich richtig am Frontlader abstützt, sodass es keine großen Torsionskräfte in den Frontlader einleitet und dass das Ganze sich verdreht. Und was bei uns besonders ist, wir haben 15 Grad hydraulische Anfahrsicherung, sodass wir dort immer wieder in der Lage sind, dass wenn der Ast doch nicht gleich durchgekniffen wird, die Schere ausweichen kann. Die Anfahrsicherung ist hier richtig? Genau da und vorne ist der zu sehen. Wir haben 15 Grad hydraulischen Anteil und dann kommt die übliche, der mechanische Anteil. Also sie kann dann auch noch weiter zur Not, falls der Fahrer eingeschlafen ist. Also ich ärgere mich gerade so ein bisschen, wir sind zwar hier an der Bundesstraße, aber Hannes hat auch nur wieder an das Licht und die schöne Hecke gedacht, dass das ideal zum Film ist. Das ist ja so ziemlich, sag ich mal, der Einstieg, so, den man so haben kann, denke ich mal, für die Baumschneidarbeiten, gibt natürlich auch mega aufwendig. Was mir jetzt so auffällt, die Hydraulikleitungen sind jetzt nicht ultra dick. Wie viel Hydraulikleistung brauchen wir denn dafür? Welche Schleppergröße sollte mindestens davor sein? Wir brauchen bloß 30 Liter Öl. Oder die Schere braucht ganz genau bloß 28 Liter Öl. Kleine Anmerkung, Michael war leider ein bisschen aufgeregt beim Video. Das Ganze braucht 45 Liter Öl pro Minute und nicht 36, wie er im Video gesagt hat. Und der Rest würde dann gebraucht werden, um die Ein- und Ausklappmechanismen zu machen. Und der Frontlader muss natürlich auch noch ein bisschen Öl kriegen, weil wir während der Fahrt immer wieder auch mit dem Frontlader nachjustieren, nicht nur die Schere an sich. Sodass auch schon kleinere Frontlader-Schlepper schon in Frage kommen. Aber aufgrund der Standsicherheit, weil wir schon relativ weit rausgehen, wir haben jetzt hier 190 Kilo weit rausgeschoben, ist nachher das Thema, wir brauchen irgendwo einen guten 100 PS-Schlepper, der natürlich das Gegengewicht hat für die Frontladerschere, weil wir ansonsten ja die Schwierigkeiten haben. Gerade wenn wir in den Baum einfahren, der Ast klemmt ein bisschen, dann gibt das schon ein bisschen punktuell Last in die Maschine rein. Die erste Frage, die sich viele Zuschauer jetzt stellen würden, warum eine Schere und nicht eine Säge? Also wir haben hier die Schere dran, weil wir die vorteilhaft sehen. Gerade wenn wir hier in der Straßenbegleitung arbeiten, haben wir die GS-Prüfung, beziehungsweise wir haben keine schnell drehenden Teile, die in irgendeiner Form, wenn da Späne abfällt oder so, in den Straßenverkehr verunsichern. Und deswegen haben wir halt hier den Vorteil, dass wir ganz sicher auch an der Straße, sogar von der anderen Seite, also Straßenmeister etc., genau die gleiche Schere einsetzen. Wir unterscheiden ja nicht zwischen dem Profi-Landwirt und dem Profi-Straßenmeister. Und
Ja, deswegen letztendlich die Schere. Die Schere gibt es in drei Größen, 1,30 Meter. Hier haben wir 2,20 Meter und dann gibt es auch noch 2,60 Meter. 2,60 Meter findet oftmals Einsatz im Baggerbereich, weil der Bagger ja langsamer fährt. Der kann ja nicht wie der Traktor schnell nochmal eine zweite Runde fahren. Da nutzt man dann eine größere Schere nochmal. Die könnte aber auch hier ran. Okay. Die Säge hättet ihr aber auch im Angebot? Oder wir haben zwei Sägen im Angebot. Wir haben einmal die LPS 20 mit 2 Meter Arbeitsbreite und einmal die LRS 1602. Das sind beide Sägen, die hiermit kompatibel sind. Und da geht es ein bisschen um das Gewicht. Die LPS ist natürlich sehr schwer und die braucht sehr viel Öl. Wir haben bei der Säge dann das Problem mit dem Trägerfahrzeug, was du vorhin angesprochen hast. Die Säge braucht nachher irgendwo 120 Liter Öl und das ist nachher ein bisschen schwierig, die mit dem Traktor immer bereitzustellen, wenn ich immer noch fahren will, wenn ich immer noch den Frontlader gleichzeitig bedienen will. Das sind so die Schwierigkeiten. Mit der Schere habe ich sehr wenig technische Anforderungen an das Trägerfahrzeug. Jetzt werden sich viele fragen, wie schnell geht das Ganze? Wir sind hier angefangen, ich bin da mal mit 20 Minuten ungefähr haben wir für die Strecke hier gebraucht. Das müssten ungefähr so 350 Meter sein, würde ich jetzt mal sagen. Haben wir es geschnitten und viele würden jetzt da so denken und sagen, ja Mensch, eine Schere, da kriege ich aber doch keine großen Äste mitgesägt. Aber man muss eins sich feststellen, also mein Arm würde reinpassen und ich habe nicht den kleinsten Arm. Und wir sind aber genau an der richtigen Stelle, haben wir hier angehalten, um das euch einmal zu demonstrieren. Wir haben hier nämlich auch einen größeren Kollegen hier durchgesägt. Oh Gottes Willen, hier fast noch gestürzt. So, wenn ihr das da seht, der ist schon ein bisschen größer. Ich packe mal meine Hand dazu. Also ihr seht schon, der hatte schon, ja was mag der haben? 10 cm Durchmesser mag der schon haben, ne? Genau. Bis 11 cm könnte schneiden. Also und das hat er auch ohne Probleme gemacht, ohne Festklemmen, ohne alles. Solide. Ich denke mal, das war es erstmal für den ersten Eindruck. Den Rest gucken wir uns nachher mal aus der Kabine an. Ich habe das jetzt auch für einen kleinen Moment länger, für heute und für morgen. Kann euch sozusagen auch nochmal nachher ein kleines Feedback geben, wie es im Gesamten sich über den Tag so gestaltet mit so einem Gerät. So. Soll es erstmal so gewesen sein. Vielen, vielen Dank. Ach so, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt gerne so ein Ding mir mal anschauen möchte, mal anbieten lassen, wie kann man dich kontaktieren? Wie kontaktiert man am besten? Am besten über... Ja, also in der Region jeweils immer denjenigen ansprechen, der für Düker. Wir sind auf der Internetseite. Ansonsten arbeiten wir mit den üblichen Verdächtigen vor Ort zusammen, einfach nachfragen. Wir sind zwar nicht an jeder Milchkanne, aber bei den gut sortierten, größeren Landtechnikhändlern sind wir mit Sicherheit vor Ort. Okay, das heißt, ich gehe mal auf Düker.de. Genau. Heißt wahrscheinlich die Seite? Ja. Mit UE geschrieben? Ja. Genau. Und guck da mal, wer der Händler in der Region ist. Und da kann ich mal freundlich kontaktieren und sagen, ich möchte mal so ein Ding mir mal angucken, mir mal anbieten lassen. Ja, ganz genau. Gut. Bis später. So, wir haben inzwischen 16.30 Uhr. Ich hatte zwar zwischendurch Termine so, aber Hannes war schon sehr vertieft im Baumschneidearbeiten. Man muss sagen, das ist irgendwie eine befriedigende Arbeit. Wenn man so am Ende so die Baumkante dann hochguckt, denkt, ja, jetzt schön schier wieder, jetzt sieht das richtig schön gerade aus. Der macht halt irgendwie Spaß, muss man ehrlich sagen. Und ich bin persönlich auch erstaunt, wie schnell man ist. Also ich habe jetzt ungefähr, ich sag mal, heute Vormittag noch 2 Stunden und heute Nachmittag mit dem Termin jetzt auch nochmal 2 Stunden, 4 Stunden. Und ich denke, man schafft fast 1 Kilometer in der Stunde. Also klar, hier sind so eine Passagen wie jetzt. Dann stehen da alle paar Enden, steht da mal ein Baum. Da bist du natürlich super schnell. Und dann ist da natürlich, da hatte ich zum Beispiel eine Passage, da musst du zweimal. Also einmal unten fahren, einmal oben fahren. Weil da haben wir schon ein paar Jahre nichts gemacht. Wir haben in der Vergangenheit das immer ein bisschen mit der Motorsäge gemacht. Ja, war jetzt aber auch nicht so ein krasses Ergebnis, muss ich sagen. Und hat auch sehr, sehr lange gedauert, war sehr, sehr zeitintensiv. Das ist natürlich eine andere Baustelle. Also warum macht man das eigentlich? Warum schneidet man die Feldränder? Ihr seht ja, wie hier, das ist verrückt, ne? Mein Sandacker und hier Schilf zwischendrin. Also hier kommt so eine nasse Zunge. Aber ihr seht ja im Prinzip, der Rand ist ja komplett. Also bei uns ist jeder Rand nahezu mit einer Hecke, mit Bäumen drumherum. Und die wachsen ja mit der Zeit rein. Und jetzt denken alle so, ja, das bisschen so. Aber das bisschen wird halt über Jahre 1-2 Meter. Und ja, dann erinnert euch, wie viel Umfang überhaupt unsere Flächen haben. Und dann sind es am Ende der Jahre auch ein paar Hektar, die man dadurch verliert.
So, für diese Hektar zahlt man aber Geld. Und letztendlich kriegt man auch weniger im Antrag, weil irgendwann werden die Ränder im Agrarantrag immer kleiner gemacht, weil ja, da ist ja, sind ja Bäume rum, das kann ja nicht bewirtschaftet werden. Das im Endeffekt sehen auch die Verpächter gar nicht so gerne, dass da sozusagen ihre Fläche Jahr für Jahr kleiner wird und sie ja irgendwann dann auch quasi Ackerfläche verlieren. Und das ist nicht so gern gesehen. Deswegen kommt sowas hier zum Einsatz oder halt mit der mit der Kettensäge oder. Das Ganze gibt es ja hier noch als Säge, als System, sodass man so richtig ein paar Ränder pflegen kann. Und muss sagen, also ich bin krass begeistert, wie schnell das geht. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass man so schnell hier vorankommt. Ihr seht das selber, ich fahre jetzt gerade so ungefähr 3 km/h. Und wenn das sowas wie hier ist, so eine richtige Hecke, dann kann man auch so die ganze Zeit so ziemlich konstant fahren. Wenn man natürlich richtig derbe Äste hat, dann funktioniert das natürlich auch nicht. Dann muss man zwischendurch mal ein bisschen langsamer fahren, mal ein bisschen ranrollen an so einen dicken Ast. Und was ich auch als ganz nett finde, dass man das Ganze hier auch so ein bisschen neigen kann. Ne? Also ihr seht selber, diesen Balken, den kann man neigen. Und das hat den Vorteil, wenn man zum Beispiel so ein bisschen ältere Bäume haben, die so von oben schon runterwachsen, dann kann ich das so ein bisschen querstellen und kann die runterhängenden sozusagen ein bisschen abschneiden. Macht sich super gut. Hatten wir 2, 3 Bäume, wo ich das so gemacht habe. Ihr seht, wo das schon mal ein bisschen hier gepflegt war mit der... Mit der Hecke geht es auch ganz gut, da wächst sie auch gar nicht so krass rein. Dann ist das mal so ein Meter und dann seht ihr, dann schneiden wir auch gar nicht viel ab. Aber wir haben auch ein bisschen Fläche dabei gehabt, die tatsächlich schon so 2, 3 Meter reingewachsen ist. Das macht natürlich unterm Strich dann auch eine Menge aus. So, hier haben wir noch eine Kanzel von dem Jäger. Der Jäger heißt Fati. Aber unterm Strich sieht das natürlich besser aus. Wir zerkratzen dann auch ein bisschen weniger die Technik, gerade wenn wir geringe Arbeitsbreiten haben und am Rand ranfahren. Wir haben bei den Schneidwerken öfter mal, dass die Haspel doch mal einen Ast greift. Kommt sie zwar gut mit klar, ist aber nicht wirklich gesund. Mit einem Rapschneidwerk haben wir dann auch ab und zu mal die Probleme, dass sich ein Ast verklemmt. Da muss man da auch mal aussteigen, den wieder rausziehen. Also alles im Allen ist das schon schön, wenn die Ränder gut gepflegt sind. Ist aber auch eine Kostensache, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man das per Hand macht, ist man tagelang mit seinen Jungs unterwegs. Und das Ganze hier kostet auch nicht wenig Geld, das System. Sodass man sich das halt schon gut überlegt, wann man das macht, wie oft man das macht, ob man das überhaupt schafft. Also in den letzten Jahren zum Beispiel haben wir es nicht geschafft. Dann haben wir uns das vorgenommen, ja, dann hatte die Biogas wieder ein paar Bauchschmerzen und dann, ja, dann brauchen die Jungs ja auch irgendwann mal ihren Urlaub und dann sind wir auch wieder durch mit der Zeit und mit den Jahren. Was auch ganz nett ist zum Beispiel, wenn man ein paar Stiele hat, die dann so ein bisschen quer kommen, also beziehungsweise die so fast nur gerade nach oben stehen, ist es auch ganz nett, wenn man das so ein bisschen neigt. Das bringt auch ein paar Punkte, kriegt man die noch ein bisschen besser erfasst. Aber ihr seht selber, wie gut wir vorankommen. Also da hinten haben wir angefangen. So, wenn ich sowas wie hier meine, das hängt jetzt runter. So, sowas ist überhaupt nicht geil. Da kommt gegen Turm beim Häckseln, das kommt gegen den Korntank, das schabt über die Kabine. Und Entschuldigung für die Kameraführung, ich muss das so ein bisschen mit beiden Händen machen. Und dann können wir das natürlich hier oben so ein bisschen abnehmen. Die ganz großen da oben brauchen wir natürlich nicht. Wir brauchen im Prinzip nur noch das, was jetzt so ein bisschen runterhängt, bei uns auf der Kabine. So, und dann sind so eine dicken Jungs hier auch kein Problem. Da brauchen wir natürlich ein bisschen länger, dass er die hier ein bisschen durcharbeitet. So, da haben wir den ersten, da haben wir den zweiten. Und letztendlich muss man sagen, die Frontlader-Kombination, also da, wo der Frontlader oben nicht mehr hinkommt, da macht es auch keinen Sinn mehr. Ja klar, würden wir dann vielleicht mit dem Turm dagegen kommen, aber Hannes ist ja wachsam. Hannes macht den Turm dann ein bisschen runter, wenn wir sehen, da hängen wirklich ein paar Bäume so tief, dass da der Turm gegenkommt beim Anhäckseln. Jetzt ist mir der da runtergerutscht. Was man natürlich sagen muss, wir kommen gleich nochmal zum Valtra. Stufenlos ist schon eine geile Kombi. Also wenn man stufenlos das Ganze hier machen kann, auch nochmal hervorragend. Aber wie funktioniert das Ganze jetzt eigentlich hier so im Wesentlichen? Also, Trecker, ganz klar.
Das Gerät bekommt Dauerdruck, also permanent Öl. Ja, das steuert man natürlich, regelt man im Vorfeld, wie viel das Gerät braucht. Und dann können wir das Ganze hier steuern. Also wir können den Arm reinschieben, wir können den Arm rausschieben, wir können neigen und wir können einfach ein- und ausschalten. Das hat es vorhin übrigens ein bisschen angefangen zu quietschen. Das quietscht noch nicht die ganze Zeit. Mal heute Abend ein Kännchen Öl rantun. Hoffentlich vergesse ich das nicht, sonst denken die Leute morgen wieder, er wollte Öl rantun, hat er jetzt wieder nicht gemacht. Naja. Jedenfalls bekommt man da permanent Öl drauf und ich habe mich eigentlich gut eingefuchst und ich mache das meiste eigentlich jetzt hier mit dem Frontlader. Da muss ich sagen, überzeugt der Valtra schon krass. Also das lässt sich wie im Teleskoplader steuern. Das letzte Mal, als ich Trecker mit Frontlader gefahren bin, war das eine ganz schöne Last, weil das übelst unsensibel war. Aber das hier, Leute, damit kann ich euch ein Bier öffnen. Ohne Probleme. Alles im anderen fahre ich zum ersten Mal in meinem Leben Valtra. Das muss man sagen, jetzt guckt man hier drinnen, der ist ein bisschen spartanisch ausgestattet. Aber unterm Strich muss man ja ehrlich sagen, für viele Betriebe reicht es ohne Probleme. Und es kommt ja je nach Einsatzzweck. Und wenn das so ein Haus- und Hoftrecker ist, der ein paar Ballen holen fährt, der mal Bodenbearbeitung macht, ja, dann muss es nicht immer High-End bis ins Letzte sein. Dann reicht das auch einfach, wenn das Preis-Leistungssystem überzeugt. Also ich weiß, dass einige hier reingucken würden und sagen, oh, ist ja enttäuschend, ist ja kein digitales Display. Ja, ist da, aber nicht in Farbe und nicht bunt und wo ist das GPS und da sind ja Hebel. Ganz ehrlich, reicht hundertprozentig für viele Anwendungszwecke aus, weil das Ganze, das kann ja im Prinzip dasselbe wie die ganzen, die es schön digital verpackt haben. Ich kenne die Ausstattungsthematik nicht ganz bei Valtra, aber ich bin mir ziemlich sicher, man kann das entsprechend ausstatten. Man kann John Deere ausstatten, wie man möchte, also mit Hebel und übelst oldschool. Und man kann das auch bei einem Axion geht es auch, also bei Glasmaschinen, glaube ich, geht es auch. Und ich finde das eine gute Variante. Weil gerade die kleinen Traktoren und wenn dann nochmal die Aushilfe drauf fährt oder man hat nochmal den alten Herrn auf dem Hof, der vielleicht immer noch mitfahren möchte, sein Trecker aber jetzt langsam nicht mehr geht und möchte dann irgendwann doch eine neue Maschine haben. Ja, dann ist das auch manchmal ein bisschen blöd und auch für den alten Herrn oder für die alte Person auf dem Hof ein bisschen störend, wenn das Ding Hightech hat ohne Ende. Weil viele nutzen es gar nicht, viele brauchen es gar nicht. Und deswegen finde ich so eine Variante von Trecker echt gut. Und ich muss auch sagen, ich habe heute eingestiegen und habe gedacht, aber das finde ich schon mal ganz cool angerichtet. Das sieht auch geil aus mit dem Speichenlenkrad. Das Vor und Zurück, hier fahre ich vor, hier fahre ich zurück. Ist auch nice gemacht, wie bei jedem anderen auch. Also ne, blinken, dann haben wir Scheibenwischer und das kenne ich nicht. Ach, sicherlich irgendwas mit Betätigen. Ja, ist ein. Ah ja, hier kann man einstellen. Was passiert da? Aha. Also ich habe hier auf dem Trecker, muss ich euch ehrlich sagen, ich habe keine Einweisung bekommen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das hier alles funktioniert. Aber ich komme mich zurecht und fürs Fahren und fürs Arbeiten reicht es. So ein bisschen sind ja alle Trecker gleich. Die haben nämlich alle Räder, alle einen Motor, fahren vorwärts und rückwärts. Auch wenn bei der Markendiskussion immer ganz andere Thematiken sind und gefühlt das auch ganz anders ist. Aber ja, doch, Trecker sind ziemlich gleich beieinander. Und ich muss sagen, das Design überzeugt mich. Also ich mag das gerne, wenn es so im Holm drin ist. Ich mochte es auch schon beim 8R. Und Platz ist auch relativ gut. Für die Klasse von Trecker ist wirklich gut Platz, was ich mich persönlich ein bisschen stört. Ich bin ein großer Mensch. Und ich habe hier relativ wenig Beinfreiheit. Also Beinfreiheit nicht. Ich muss dann immer relativ weit nach hinten gehen. Am liebsten sitze ich so am Gaspedal, um ehrlich zu sein. Weil man hat so das Gaspedal, man gibt dann so immer ein bisschen Gas. Und verzögert, wir machen das mal hier einmal kurz aus. So und verzögert und dann ist das super angenehm. Jetzt sitze ich hier die ganze Zeit so ein bisschen zusammengeknickt und dann tut einem die ganze Zeit ja irgendwann am Ende des Tages der Spann weh. Das tut ein bisschen weh, aber, ach, das ist ein Schalter, Leute. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht gefunden, wo hier der Sitz nach hinten geht und ich weiß nicht, wo es ganz nach hinten ist. Alle Sitze sind im Prinzip gleich. Entweder kann man es hier vorne stellen, man hat dann eine Stange, also hier zwischen den Beinen. Oder man kann es hier an den Seiten stellen. Aber ich habe es nicht gefunden. Verdammt nochmal. Ich finde nicht, wo man den Sitz nach hinten stellt. Und ich weiß nicht, ob ich schon ganz nach hinten bin. Tja, Leute, was soll ich euch sagen? Das sind die Thematiken, die man auch hier so mal ein bisschen hat, wenn man eine neue Maschine hat. Letztendlich, Träger ist neu. Ein bisschen tut einem das auch weh, dass man hier so eine neue Maschine, also hier da, der hat 300 Stunden, so eine neue Maschine,
für sowas nimmt, wo er denn doch mal so einen Kratzer wegkriegen kann, ne? So, ich habe festgestellt, Standgas ist so ein bisschen nice, damit zu arbeiten. Also ich gebe hiermit ein bisschen Gas, dass der permanent angesteuert wird, der Motor halt mit, glaube ich jetzt 1100, 200, 300 Umdrehungen. Dann funktioniert der Frontlader auch gut. Ansonsten, wenn ich das nämlich nicht hier habe und ich will jetzt hier zum Beispiel anheben, geht es ultra langsam, genauso wie der Frontlader bzw. wie das Gerät Öl nimmt. Und mit Drehzahl haben wir natürlich ein bisschen mehr Öl parat, sodass wir alles hier ohne Probleme steuern können. So ein bisschen federt es, also ein bisschen wankt und schwankt es natürlich von der Hub- und Schubbewegung. Also ein bisschen hat man schon, dass das hier drinnen wackelt. Aber sobald man nachher am Fahren ist, ist es eigentlich weggefühlt. Also dann ist eigentlich das gar kein Problem mehr. Macht es ein bisschen schwierig natürlich, dass ich jetzt hier mit beiden Händen das machen muss. Ach, guck mal hier die Jäger. Jäger machen auch relativ viel Baumschneiderarbeiten im Jahr. So, das ist die Kante auch fertig. Dann habe ich hier im Ort eigentlich nur noch eine einzige. Und dann habe ich morgen noch zwei andere Felder und einen Weg und dann ist das schon fertig. Alter, ich bin völlig begeistert. Und ich habe mal ein Angebot von einer Firma bekommen und da war das utopisch teuer, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich gedacht, Donnerwetter, Hannes, das kostet aber viel Geld. Aber das ist natürlich eine nice Kombo hier, wie gut man vorankommt. So, was ich aber euch auch noch sagen muss und zeigen muss, erstmal klappen wir den jetzt zusammen. Der Ast, denke ich mal, fällt gleich ab. Wenn nicht, schmeißen wir den so gleich mal ab. Und zwar, guck mal da, wir fahren nur den Trecker. Und wir hinterlassen gut matschige Spuren. Also wir haben am Wochenende ganz wenig Regen gehabt, also ganz wenig Niederschlag. Aber das ist hier Gerste nach der Tigerdrill. Und da muss man wirklich sagen, die ist absolut noch nicht befahrbar. Da brauchen wir gar nicht dran denken, irgendwie mit Gärreste anfangen zu können. Also das wird ja mal gar nichts. Hier auf der Fläche, seht ihr das selber? Wir fahren hier ein einziges Mal gerade mit dem Trecker rüber. Die Fläche ist glasig, so weil man hier zum Beispiel sieht, hier bin ich schon einmal gefahren mit dem Düngerstreuer. Na gut, der Fendt hat noch ein bisschen mehr Aufstandsfläche, so, der rollt noch ein bisschen besser rüber. Aber die Fläche hat deutlich länger zu tun, um irgendwie das Wasser zu verdauen, wie in der Direktsaat. Also das ist so ein krasser Unterschied. Ich bin da, ich weiß nicht, überrascht, begeistert. Es ist alles in allem. Es ist alles, also ich wusste, die Leute predigen ja immer, ja, Direktsaat ist befahrbar und trägt ganz anders. Ja, klar, trägt das anders. Aber was das für ein Unterschied ist, das ist krass, da liegen Welten zwischen. Das ist, als wenn man, keine Ahnung, einen Monat später fährt oder so. So auch hier. Und ihr wisst, ich habe schon 40 Hektar Gerste fertig. Relativ zügig nach dem Niederschlag, also das eine Mal sind wir tatsächlich kurz nach dem Niederschlag gefahren, da ging noch nichts. Da hat sogar der Nachbarbetrieb gefragt und sagt, sag mal, warum kannst du denn fahren? Beeindruckend, echt. So. Hier, die ganze Thematik habe ich euch übrigens auch im letzten Video gezeigt, das ist die Zwischenfrucht. Bis hier haben wir das dann mit dem Ideal, mit den ganzen Verlusten gehabt und ab hier nicht mehr. Und ab hier sieht man, jetzt haben wir nur noch das beim Strohspat so ein bisschen mit der Saatgutablage nicht mehr hinbekommen. Aber sieht ganz anders aus. Also selbst hier ist Saatgutablage ganz gut, ne? Also selbst im Spat haben wir es ganz gut hingekriegt, ist ein bisschen zugewachsen. Und hier wieder am Vorgewende haben wir die ganze Problematik mit den mit dem Ausfallgetreide gehabt. Ansonsten hier zwischen sieht es echt gut aus. Und dann ist die Gerste dazwischen auch nahezu weg und tot. Und dann ist ja so, wie wir uns das eigentlich wünschen. Die Thematik. Spülen, Bomech, verstopfte Leitung. Ja,
Also einige hatten als Tipps, sie machen das letzte Fass im Jahr, machen sie mit Wasser und spülen durch. Ja, das machen wir sowieso, Leute. Also wir spülen die ganze Güllekette mit Wasser durch und dann wintern wir das ein. Was natürlich so ein Punkt ist, ja, die Verteiler mit Öl einschmieren, ist natürlich immer so eine Sache mit der Umwelt und der Natur. Es gibt inzwischen natürlich auch viele Hydrauliköle, sind inzwischen synthetisch und umwelttechnisch abbaubar. Also wenn jetzt noch die Sache ist mit, manchmal es platzt mal ein Schlauch und wie gefährlich ist das? Also da haben ja die Hersteller sehr an sich gearbeitet. Viele Öle, wie gesagt, sind synthetisch und umwelttechnisch abbaubar. Ja, und da muss man halt mal gucken, vielleicht schmiert man das mal mit einem Rapsöl oder mit einem Lebensmittelöl ein. Das reicht ja schon, wenn die nicht mehr so aneinander backst. Ne, aber gut, das Bohmech stand ja in dem Falle jetzt über ein Jahr. Genau. Das war noch so ein Punkt, dass das öfter geschrieben wurde. Ansonsten machen die es die meisten, ja, wie wir auch, mit Wasserschlauch, mit einer Spirale. Alles so ein bisschen unterm Strich. Das ist auch so ein bisschen, der sägt auch so ein bisschen, ne? Wenn wir jetzt so einen richtig dicken haben, der sägt das auch richtig ab. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so macht mit den Rändern, wie oft ihr die im Jahr pflegt. Ich habe auch irgendwie mal ein YouTube-Video von einem gesehen, bin ich der Meinung. Die nutzen zum Beispiel ihre Ränder oder beziehungsweise ihr Holz vom Rand, das schreddern sie, machen Hackschnitzel raus und heizen damit das Gelände beziehungsweise das Büro und das private Haus. Ah, der will nicht. Da müssen wir vielleicht mal ein bisschen zum Ast uns neigen. Das ist natürlich auch eine geile Idee, wenn man da das entsprechende Equip schon hat und kann das dann nochmal hinterher schreddern, ist es natürlich auch eine geile Sache. Aber man muss noch ein bisschen gucken. Also für mich ist die Steuerung nicht ganz intuitiv. Also ich hätte hoch und runter, hätte ich raus und rein geschoben und hier hätte ich das Neigen gemacht. Das hätte ich als intuitiver empfunden. Theoretisch muss man ja eigentlich nur das Teil dann drehen. Übrigens, Fatih, der Jäger, der fährt hier immer mit seinem Auto zur Kanzel, deswegen ist hier eine Spur ausgefahren. Genau, also sagt mir mal Bescheid, wie ihr das mit der Feldpflege macht, welche Geräte ihr vielleicht habt, ist ja auch interessant. Ich habe heute mit einem schon telefoniert, da war so ein bisschen Smalltalk und ich habe dann auch drüber gesprochen, habe gesagt, ich habe gerade eine Heckenschere da, sagt er, jo, das macht Bock. Er meinte aber, er hat zum Beispiel auch eine Säge da und die soll nochmal viel, viel mehr Spaß machen. Aber letztendlich ist das Arbeitsergebnis schon gut, ey. Muss man echt sagen, ist gut. So, bin jetzt noch heute 3-4 Stunden gefahren. Nicht ganz so viel Zeit gehabt, wie ich wollte. Bin gut vorangekommen. Kommen wir zum Fazit. Ich muss jetzt erstmal die Kabine hier leer räumen, wieder alles rausräumen. Der wird gleich abgeholt. Der Walter, das Lenkrad sagt mir sehr zu. Das finde ich geil, dieser Design. Das liegt gut in der Hand. Das ist nicht zu groß, nicht zu klein. Das macht das Ganze schön wendig. Man kann das Lenkrad schön gut ranstellen und muss trotzdem nicht so weit umgreifen. War jetzt gerade noch mal mit Svenny hier drin. Svenny sagt auch, hier da oben das Dunkle findet er gut. Die Übersicht ist schön gemacht. Der Holm ist cool, finden wir geil. Also wenn wir da den noch mal, liebes Valtra-Team, wenn wir den noch mal in eine Nummer größer kriegen, mit eventuell Mühe bessere Ausstattung, dann können wir den auch noch mal vom Güllefass hängen und noch mal mit dem Bohmech mitfahren oder andere Arbeiten machen, die so ein bisschen anspruchsvoller sind. Ansonsten hat er einen guten Job gemacht, ist natürlich ein Schalter, ist ganz klar. Brauchen wir jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn wir da zum Vario vergleichen würden oder zum Stufenlosen. Ansonsten, das Ganze hat hier alles super funktioniert. Frontlader lässt sich super sensibel steuern, also das ist nahezu wie ein Teleskoplader. Das gibt schon mal Pluspunkte. Kommen wir zur Astschere. Gefällt mir ganz gut. Was natürlich ganz cool wäre, wenn man natürlich, ich weiß nicht, ob es auch in der Version gibt und in welcher Varianten, wenn man eventuell das ohne diese Variante hat und hat halt drei Steuereinheiten, ne? Raus, das Neigen und den Antrieb, dann könnten wir, gut, auf dem Joystick, doch auf dem Joystick auch, dann könnten wir sozusagen alle Funktionen auf den Joystick hier betreiben, beziehungsweise raus, rein, neigen, hoch, runter, könnten wir alles komplett machen und könnten halt die Hydraulik einfach nur anschmeißen und könnten das Ganze dann sozusagen damit betreiben. Wäre ganz schön geil, alles in einen Joystick, aber
Das ist natürlich auch eine gute Variante und du kriegst es natürlich auch in einem Schlepper unter, der vielleicht nicht 3 Steuereinheiten hat oder das nicht auf den Joystick packen kann. Aber was machen wir denn? Dann sitzen wir am Ende so da und müssen so hier hin und her greifen. Ist auch nicht die feine Variante. Von daher, Steuerung ist ganz cool. Auf jeden Fall gemacht, auch sensibel, kann man wunderbar mit steuern. Was ich jetzt draußen einmal anmerken möchte. Wenn man jetzt am Schneiden ist und man fährt dabei ein bisschen rückwärts, dann drückt man das teilweise auch ein bisschen hier ins Blech rein. Ich weiß nicht, wie solide das ist, um das den Dauereinsatz zu schaffen. Vielleicht würde das was bringen, auch hier so einen Bügel drüber zu bauen, der das so ein bisschen schützt. Ansonsten hat es ja alle durchgestanden, auch die ganzen Hydraulikanschlüsse ohne Probleme. Was ich mir aber vorstellen kann, und ich weiß nicht, ob es dazu noch vielleicht gibt, vielleicht ein Gegengewicht. Man merkt schon, dass das eine Seite sehr, sehr rübergezogen wird. Klar, die Aufhängung ist natürlich trotzdem mittig, auch wenn der Baum rüberfährt. Aber trotzdem hat es eine gewisse Last auf den Frontlader letztendlich. Und ich weiß nicht, bei kleineren Schleppen, vielleicht Schleppern, gibt es vielleicht ein Ausgleichsgewicht, was dann dementsprechend in die andere Richtung fährt. Mann, ist hier was los. So, Fadi wieder. Genau, das ist ein Punkt, den ich anmerken kann. Vielleicht ein Ausgleichsgewicht wär vielleicht eine ganz coole Sache, weil ich mir auf Dauer vielleicht für die kleineren Schlepper vorstellen kann, weil der Kollege ist ja eigentlich kein kleiner. Hier mit T175 Valtra ist es ja, aber letztendlich, wenn man sich das so anguckt, das ist der Kollege, das ist ein 800er Fendt. Da liegt größentechnisch gar nicht viel zwischen und die Größe ist eigentlich schon eine Waffe auf dem Hof, ne? Also ist jetzt nicht so krass, aber ein 175 PS Schlepper auf so einen Rahmen ist schon etwas größer. Muss man einfach sagen. Ansonsten super Job gemacht. Positiv überrascht bin ich, wie schnell das alles geht. Also ich habe jetzt in 10 Stunden, würde ich sagen, so 6, 7, 8 Kilometer ungefähr gemacht. Teilweise auch ein bisschen dicker, teilweise auch ein paar Wege. Eine Bombensache. Wenn ich die Kombo eventuell noch mal im Herbst bekomme, wenn schon ein bisschen angeteasert wurde von dem Gebietsleiter, mit dem Mulcher hinten dran, dass man die kleinen Äste gleich wegmulchen kann, auch eine geile Sache. Ansonsten muss ich sagen, hat mich das Ding überzeugt. Also ist solide, ist jetzt nicht so, wo man denkt, ob das gut geht oder ob nicht gut geht. Doch, das war gut. Und auch wenn man mal schwungvoll gegen einen großen Ast fährt oder so, hat man wirklich hier die Sicherung, die mechanisch und dann hydraulisch auslöst. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Das löst auch ab und zu mal aus. Also von daher, man über Kopfdruck fährt man das dann zurück wieder in eine Position, wenn das sozusagen wieder frei ist. Auch das funktioniert sehr, sehr gut. Was natürlich auf die Beine geht, ist dann ganz klar immer ein bisschen an oder ein bisschen vorfahren, wenn die Äste ein bisschen dicker sind, die Bäume sind ein bisschen größer, man muss vielleicht ein bisschen rangieren. Da muss man natürlich viel mit der Kupplung arbeiten oder mit den Gängen vor, zurück. Was man natürlich, wenn man eine reine Hecke hat, habe ich heute zum Beispiel im Livestream gehabt, wir haben ungefähr eine Kilometer reine Hecke gehabt, kannst du wunderbar ein bisschen Drehzahl einstellen, Geschwindigkeit 2,5 bis 3 km/h und dann kannst du die ganze Zeit fahren. Also du musst nicht immer wieder anhalten und schneiden lassen, sondern man kann die ganze Zeit wirklich wunderbar fahren und schafft damit auch richtig voran. Das heißt, wenn man ein bisschen am Ball ist, schafft man auch so ein bisschen richtig, richtig Fläche. Gut, das war's erstmal. Im nächsten Video fahren wir der Gereste. Kette ist fertig, wir fangen morgen früh wieder an. Wir haben zwar Frost, auch bis -8 heute Nacht, aber morgens um 9 ist der Frost weg und man geht rüber und man sinkt schon im Boden ein. Sinkt nicht ein, aber man merkt, der Frost ist raus. Von daher sind wir morgen früh wieder am Start. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.